Hallo allerseits. Ich hoffe, ihr könnt mich sehen und ihr könnt mich hören. Hallo. So, heute erster Tag, erste Folge der neuen Serie Netzsprech. Wird von mir jetzt regelmäßig immer mal wieder gebracht, direkt auf der Facebook-Fanpage bei Kreuzspinnerin, also CS Kreuzspinnerin. Du kannst das dann live auf Facebook verfolgen. Dauer angesetzt immer so, ich würde mal sagen, so ungefähr so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Unterschiedliche Themen, alle aus der Netzwelt. Es geht um soziale Netzwerke, es geht um Technik, Marketing, Trends, Entwicklung. Was hat sich so getan? Heutiger Einstieg. Meine Überraschung des Tages war definitiv Bird, dass der jetzt schon so schnell bei uns in Deutschland auch schon angekommen ist. Ich meine jetzt nicht den kleinen niedlichen Bird aus Ernie und Bird von der Sesamstraße. Nein, das ist nicht gemeint. Ich meine den neuesten Algorithmus, das neueste Update, was Google auf den Markt gebracht hat. Und zwar geht es um die bessere Verständlichkeit von Long Keywords, also Long Tail Keywords. Kleiner Sprung zurück, es war mal vor langer, langer Zeit. Wir erinnern uns vielleicht daran, da haben wir irgendein Stichwort in unsere beliebtesten Suchmaschinen eingegeben. Und dann haben wir alles bekommen an Suchergebnissen, was in irgendeiner Form dieses eine Wort enthielt. Nehmen wir mal an, wir sagen jetzt Mond. Dann konntest du alles bekommen vom Mond, von wissenschaftlichen Abhandlungen über Lieder, Bastelanleitungen zu Lampions bis hin zu Mondtorten. Alles. Und dann hast du dich mühsam durchgesucht, bis du das gefunden hast, was du eigentlich haben wolltest. Wenn du Glück hast, hast du es gefunden. Es war sehr mühsam. Mit der Zeit wurden die Suchen immer besser und immer genauer. Und die Suchmaschinen, insbesondere Google, ist jetzt auch so weit, dass Kontexte immer besser verstanden werden. Ich denke, du machst es auch schon dazwischen, dass du, wenn du jetzt etwas kaufen möchtest, dass du dann oben beispielsweise auf den Reiter Shopping gehst oder aber kaufen, Doppelpunkt, Leerschritt und dann das jeweilige, was du kaufen möchtest, einfach in das Suchfeld der jeweiligen Suchmaschine ergänzt. Das ist seit 2013, 2015 hat sich das immer mehr verbessert. Also das ist jetzt schon ganz lange, in Jahren gesehen, schon ganz lange Standard. Was jetzt dazugekommen ist, ist Bird. Hintergrund. Es gibt einen riesigen Sprung in Sachen Technik, und zwar Quantencomputer. Das kannst du dir ungefähr so vorstellen, von der Geschwindigkeit, vom Vergleich her ist das der Quantensprung von dem Flug einer lahmen Ente hin zum Schnellflug eines Kolibris. Von der Geschwindigkeit her. Einfach mal, um so mein Bild vor Augen zu haben, was das jetzt so von der Geschwindigkeit her bedeutet. Sehr viel mehr Rechenkapazität, sehr viel schnellere Arbeiten vom Algorithmus und auch die Grundlage, sehr viel bessere Vernetzungen untereinander hinzubekommen. Und zwar immer mehr in Richtung neurale Vernetzungen. Also immer mehr in Richtung Computer, Abläufe, Computer, Leitungen, Computerverbindungen, Vernetzungen immer mehr dem menschlichen Gehirn anzugleichen. Also sozusagen den, ein denkendes, volldenkendes, mitdenkendes Wesen immer mehr zu verfeinern. Also künstliche Intelligenz. Und das macht durch den, durch die Quantencomputer macht das einen Riesenfortschritt, also einen gigantischen Riesenschritt nach vorne. Eine dieser ganz, ganz vielen Möglichkeiten, die dadurch eben auch entstehen, ist dieses BERT. BERT ist eine Abkürzung für Bidirectional Encoder Redirections for Transformers. Dafür steht diese Abkürzung. Bedeutet nichts anderes, als dass es neurale Vernetzungen auf Computerebene gibt, also neurale Netzwerke.
Und dass diese Netzwerke sich mit einer ganz bestimmten Verarbeitungstechnik der menschlichen Sprache noch mehr annähern. Und zwar jetzt auf einen ganz bestimmten Punkt. Da geht es jetzt um Präpositionen. Wir nähern uns ja jetzt der Weihnachtszeit. Würdest du normalerweise jetzt eingeben, wo finde ich Tannenzweige für Adventskränze basteln? Dann war das ein sehr langer Satz. Du hast sehr genau definiert, was du möchtest, und dir war klar, du suchst die Tannenzweige. Wo finde ich Tannenzweige für Adventskränze basteln? Und für dich als Mensch ist es ganz klar, du suchst die Tannenzweige. Bisher war es aber so, dass die Suchmaschinen da so ein bisschen durcheinander waren. Ganz zu Anfang haben sie dann für jedes einzelne Wort jede Menge Ergebnisse rausgeschmissen. Also wo finde ich Tannenzweige für Adventskränze basteln? 7 Wörter, und für jedes einzelne Wort gab es einen riesen Haufen an Ergebnissen. Dann haben sie es geschrumpft und es ging mehr auf die Hauptwörter. Also Tannenzweige, Adventskränze. Also hast du jetzt dann in den Ergebnissen gehabt, alles, was mit Tannenzweigen oder mit Adventskränzen oder mit beiden zu tun hatte. Also im Idealfall hast du dann jede Menge Adventskränze gesehen, irgendwo vom Floristen, örtlichen Floristen oder Onlinehandel und Co. fertige Adventskränze aus Tannenzweigen. Jetzt ist es durch BERT so, dass die Präposition, also wo finde ich für, zugeordnet werden kann. Das heißt, der Computer ist jetzt soweit zu erkennen, dass es gar nicht um die Adventskränze geht, sondern dass es um die Tannenzweige geht. Ich brauche irgendetwas für. Das heißt, er macht sich, sobald der Satz soweit eingetippt ist, wo finde ich Adventskränze für, macht er sich auf die Suche nach allem, was mit Adventskränzen zu mit Tannenzweigen zu tun hat, entschuldigt, mit allem, was er mit Tannenzweigen findet. In der Zwischenzeit hast du dann für Adventskränze das letzte Wort Adventskränze ergänzt. Und dann sortiert er da nochmal den Fokus, okay, ich habe jetzt alles gefunden, was mit Tannenzweigen zu tun hat, und sie braucht das für Adventskränze. Also Suchergebnisse nochmal durchscrollen auf die Schnelle. Wo sind Adventskränze, kommen die drin vor? Diese Ergebnisse weiter oben ins Suchergebnisfeld verfrachten. Von unten nach oben. Also das ist jetzt das, was BERT uns bringt. Ist das jetzt schon komplett da? Jein. Es ist am 24. Oktober ausgerollt worden. Es ist also definitiv schon in Kraft. In welchen Ländern es schon komplett in Kraft ist, steht noch nicht fest. In den USA sicherlich, da starten sie in der Regel. In Deutschland haben wir aber zumindest die SERP-Ausgaben, also die kleinen Schnipsel. Wenn du in der Google-Suche unterwegs bist, bekommst du ja oben immer so kleine Schnipsel mit Beschreibungen, und die sind entsprechend schon mit BERT bearbeitet. Die Volltextergebnisse noch nicht, jedenfalls nach allgemeiner Expertenmeinung. Aber oben auf jeden Fall die Snippets, die sind, die SERP-Ergebnisse, die sind entsprechend schon angepasst. Das ist aus meiner Sicht ein Weg in die richtige Richtung. Also das finde ich nicht schlecht. Das ist eine Erleichterung, so allgemein, so fürs Leben, würde ich mal sagen. Und vor allem, was mir sehr gut gefällt, dadurch, dass die Zusammenhänge des Satzes, wie bei der menschlichen Sprache, jetzt erkannt werden, hat das jetzt auch wirklich ein Ende, dass man immer noch irgendwo Webseiten findet mit Blogartikeln, wo dann ein Schlagwort nach dem anderen aneinandergereiht ist, ohne dass da irgendein ein Sinn zu erkennen ist. Sodass dann im Grunde genommen auf jedes Schlagwort, oben in der Überschrift dann jede Menge Schlagwörter dann benutzt werden und dann im Text einfach noch jede Menge Keywords untergebracht werden. Also auch diese Sachen werden jetzt, denke ich, es gibt ja immer so ein paar, die es immer noch krampfhaft weiter versuchen, aber ich denke mal so in den nächsten
3 bis 5 Jahren hat sich das Thema dann vielleicht wirklich endgültig erledigt, zumindest bei allen, die auch nur irgendwie das ein oder zweimal irgendwas mit Marketing und SEO zu tun hatten, was irgendwas davon gehört haben, die werden es dann nicht mehr machen. Also in dem Sinne, von der Qualität her ist es eine Verbesserung. Da ist also KI und Algorithmus gut angewendet. Mit KI und mit Algorithmen ist es ja immer so, wie mit allem anderen. Technik, die begeistert, hat Vor- und Nachteile. Das ist wie beim Feuer. Entweder kannst du dir einen schönen Kamin anzünden und dich wärmen, oder du kannst ein Haus abfackeln. Und so ist das auch mit allem anderen. Also ich denke, wir werden es im Auge behalten müssen und vor allem brauchen wir Richtlinien, wie sich das alles entwickeln kann, welche moralischen und ethischen Standards da gesetzt werden müssen. Das sollten wir möglichst schnell machen, denn wir sind da sehr langsam mit der Gesetzgebung. Wir hinken da stark hinterher. Es gibt inzwischen, wie beim biologischen Genom, gibt es auch in diesem Bereich inzwischen sehr viele Patente, die angemeldet werden. Eins der Patente finde ich jetzt beispielsweise sehr bezeichnend. Facebook hat unter anderem ein Patent laufen aufgrund Facebook mit Bildersuche erkennen kann, ob in einem Bild eine Marke mit dargestellt ist. Wieso? Hintergrund dürfte sein, dass das normale Marketing, die normale Werbeschaltung mit der Zeit immer mehr nachlassen wird, da wir im Grunde genommen alle davon genervt sind. Entweder ignorieren wir es, wir blenden es geistig aus oder auch wirklich mit dem Klick und löschen die entsprechende Werbung. In der Regel machen wir es. Vielleicht suchst du auch gerade mal irgendwas oder du scrollst mal so zwischendurch, aber es nimmt ab. Das heißt, dass Facebook und auch alle anderen Netzwerke nach anderen Möglichkeiten suchen müssen, um sich zu finanzieren. Ein großes Versprechen von Facebook war immer, Facebook bleibt kostenfrei. Also muss es irgendeine andere Möglichkeit finden. Und eine dieser Möglichkeiten wäre so die Theorie, dass die Stories, die wir haben, es gibt ja diese Funktion Storytelling, dass diese Storytelling-Funktion, sagen wir mal, ein wenig zweckentfremdet wird und dort dann gezielt geguckt wird. Nehmen wir mal an, du hast nehmen wir jetzt mal Kleidung. Kleidung trägt jeder, Kleidung ist immer im Bild. Und bei der Kleidung hat der eine oder andere vielleicht auch ein Markenlogo auf der Kleidung. Von einem Sporthersteller zum Beispiel oder von einer Modelinie, was auch immer. Dann könnte die KI erkennen, nachdem die KI 25 Millionen Bilder mal eben in einer Stunde durchgeschaut hat, auf diesen Fotos ist die Marke X mit vertreten. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass Facebook die Firma X informiert und sagt, wir haben hier Bilder. Und zwar Bilder, auf denen eure Marke zu sehen ist. Was haltet ihr davon, wenn ihr diese Bilder in eure Story mit aufnehmt? Das heißt also Zweckentfremdung im Grunde genommen. Die Fotos, die du selber hochgeladen hast, könnten dann eben in der Story von Firma X landen. Seht her, Carmen Splitt, Marion Müller, Karl-Heinz Gustav tragen auch unsere Marke. Ist das nicht was Tolles? Du kannst das doch vielleicht auch tragen. Und dann eben die Verknüpfung mit X ist die Marke, Y trägt X, Y hat Freunde. Und die Freunde von Y bekommen dann die Story von Marke X besonders häufig angezeigt. Das ist jetzt momentan noch graue Theorie, inwiefern da eventuell dann auch Sicherheitsmaßnahmen reinkommen, inwieweit da die Privatsphäre-Einstellungen da dann wieder eine große Rolle spielen, dass man das in irgendeiner Form beeinflussen kann. Keiner weiß etwas Genaues. Fest steht bisher, auf jeden Fall ist die Technik schon mal patentiert. Und diese Technik hat Facebook sich patentieren lassen. Also wenn das denn kommt,
wissen wir wieso. Das ist also durchaus möglich, dass das kommt. Und es ist ehrlich gesagt auch sehr wahrscheinlich, denn irgendwoher muss ja die Finanzierung kommen. Ich kann mir aber auch wirklich auf der anderen Seite, gleichzeitig kann ich es mir vorstellen, dass da die Privatsphäre wirklich geachtet wird. Wieso glaube ich das? Da in der gleichen Zeit jetzt, als das bekannt wurde, dass dieses Patent existiert, zur selben Zeit Facebook tatsächlich Nägel mit Köpfen macht, anfängt, so innerlich, so strukturell sich etwas neu auszurichten, um von diesem Image der Datenkrake zumindest abzulenken. Ob sie tatsächlich davon wegkommen wollen und das tatsächlich beenden wollen, das sei jetzt mal dahingestellt, denn sie leben ja von unseren Daten. Aber es ist auf jeden Fall so, dass es in die Richtung geht, dass zumindest der Eindruck erweckt wird, auf Privatsphäre mehr Wert zu legen. Sehr positiv aufgefallen ist mir das im Bereich Veranstaltungen. Bisher war es, bis vor einigen Monaten war es so, dass man gesehen hat von der Gästeliste her, wer genau dran teilnimmt, ob man die Leute nun kannte oder nicht. Das hat sich jetzt geändert. Du kannst jetzt nur noch bei Veranstaltungen sehen, die Gesichter, also die Profilbilder deiner Facebook-Freunde. Plus so und so viele andere Leute haben diese Veranstaltung geliked oder nehmen an der Veranstaltung teil. Aber du siehst die Gesichter nicht mehr. Was wiederum bedeutet, dass der sogenannte Promi-Effekt nicht mehr funktioniert. Es war ja dann auch der eine oder andere hat damit gespielt, mit dieser Methodik zu sagen, oh schaut, VIP oder B-VIP oder C-VIP oder hast du nicht gesehen, VIP ist auch in meiner Veranstaltung. Ist doch ein toller Grund, komm du doch auch. Wenn der kommt oder die kommt, muss das ja irgendwas Besonderes sein. Sei auch du dabei. Verpasse nicht das große Event, an dem sogar sie oder an dem sogar er teilnimmt. Dieser Effekt fällt flach. Das ist jetzt tatsächlich weg. Allerdings, und das finde ich jetzt wieder, gleicht das für mich jetzt wieder sehr aus, ist es im Veranstaltungsbereich jetzt so, dass Facebook mit Eventbrite zusammenarbeitet, sodass die Veranstaltungen von Facebook mehr beworben werden können, auch außerhalb von Facebook. Und das finde ich sehr sinnig, denn ich weiß nicht, wie es bei euch so ist, aber bei mir ist es wirklich so, dass Veranstaltungen dann sehr gut funktionieren, wenn ich sie mit Facebook-Werbung bewerbe. Was ich allerdings ungern tue, weil ich immer der Meinung bin, so wichtig wird das den Leuten dann nun auch nicht sein. Entweder sie folgen meiner Seite, weil sie die Themen interessant finden, dann sehen sie das auch, wenn sie dann regelmäßig auf die Seite gehen, dass da eine Veranstaltung ist, die vom Thema her interessant ist. Oder sie fühlen sich genervt und das muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Also ich will auch nicht genervt werden, also dementsprechend verschont mich bitte mit irgendwelchen Verfolgungs-Trackings-, Werbungsgeschichten. Bitte nicht. Also das sind so Entwicklungen Google, Facebook, das waren jetzt so zwei Sachen. Behaltet das mal im Auge. Wie gesagt, mit diesem Advents-, also Tannenzweige für Adventskranz, basteln. Ich denke, das erklärt so ein bisschen, wie das Ganze jetzt funktioniert, dass eben jetzt auch auf die Präposition geachtet werden muss. Wenn ihr also Longtail-Keywords erarbeitet für eure Webseiten, dann achtet darauf, dass sie in einem vernünftigen Kontext stehen, dass also auch wirklich die Präpositionen entsprechend vernünftig gesetzt sind und dass der Mensch und auch die Suchmaschinen durch diese Art und Weise dann auch erkennen können, worauf es euch wirklich ankommt. Also auf die Tannenzweige und nicht auf die Adventskränze. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass eure Suchergebnisse dort ausgespielt werden, wo ihr sie haben wollt und nicht irgendwo, wo sie gleich wieder weggeklickt werden. Jo. Advent. Ein Lichtlein brennt. Erst zwei, dann drei, dann vier. Ja, das fünfte ist, hast du Weihnachten verpennt. Weihnachten steht ja jetzt vor der Tür. Das jetzt noch kurz zum Abschluss, denn die Zeit, die rast auch in Richtung Advent und Weihnachten.
Wer es noch nicht mitbekommen hat, es gab jetzt eine kleine Veranstaltung in Richtung Start, Black November. Die ersten 3 Tage habe ich so ein paar Sachen vorgestellt mit einigen Rabatten, die momentan laufen. Die, die jetzt eingestellt sind, die laufen bis zum 17. November. Es wird noch mehr geben. Es wird jetzt auch die Produkteinführung geben. Ich habe mir gedacht, ich fange jetzt mal an, so wirklich mit dem Online-Dasein, weil die Fragen von euch dann auch kamen, wie sieht das aus, wie baue ich sowas auf? Es wird meinen ersten Online-Kurs geben, den kompletten automatisierten, mit allem drum und dran, mit einer entsprechenden Start, Landing-Page, mit einem Funnel und so weiter und so weiter. Und ich werde euch jetzt mal so ein bisschen erzählen, wie ich da so hingekommen bin. Und das werde ich aber nicht mehr heute machen. Ich will jetzt nicht überziehen. Aber das nächste Mal erzähle ich euch mal, wie die einzelnen Schritte sind, um so ein Online-Produkt zu erstellen. Das kommt jetzt beim nächsten Mal. Und was ich denke, ich übernächste Woche fertig habe, ist tatsächlich der komplette Online-Kurs. Und ich habe ja gesagt, der komplette November wird im Zeichen des Black November sein, also Rabatte im Zuge von Produkteinführungen und Co. Das wird natürlich weiterlaufen bis tatsächlich bis Ende November. Und merkt euch bitte vor, ab dem 1. Dezember entschuldige ich mich und befreie ich mich erstmal von regelmäßigen Terminen. Das heißt, ich bin dann für Coaching und Co. nur zu buchen für meine Bestandskunden. Und zwar vom 1. Dezember bis zum 12. Januar. In der Zeit entweder bist du dann schon Bestandskunde von mir und hast schon mindestens 1 oder 2 Stunden mal bei mir gebucht. Oder aber du musst warten bis zum 13. Januar und dich dann melden. Denn die Zeit vom 1. Dezember bis zum 12. Januar ist bei mir in diesem Jahr tabu. Also diese Weihnachtszeit, Adventszeit ist bei mir immer tabu. Und in diesem Jahr vom 1. Dezember bis zum 12. Januar schalte ich mich sozusagen raus. Wieso, weshalb, warum? Erstens, Feiertage sind mir wichtig. Zweitens, sie sind mir wichtig. Drittens, sie sind mir wichtig. Also, merkt es euch, ich bin in dieser Zeit 1. Dezember bis 12. Januar vielleicht ab und zu mal sporadisch hier, wenn mir danach ist, wenn mir mal irgendwas ganz Wichtiges unter den Nägeln brennt oder auch hier mit meiner Veranstaltung Tag des Tees. Da werde ich dann mal so ein paar private Teesorten vorstellen und vielleicht auch den einen oder anderen Lesetipp nochmal geben in Richtung Weihnachtszeit, Adventszeit. Aber ansonsten bin ich nur für meine Bestandskunden da, die einen Notfall haben. Was genau ein Notfall ist, meine Bestandskunden wissen es. Also nicht, wenn der Nagel umgebrochen ist oder wenn irgendwo mal irgendwie eine Kleinigkeit schief geht, sondern wenn ihr einen Totalcrash habt bei eurer Webseite, wenn ihr einen Shitstorm habt, wenn ihr irgendwie einen Troll auf eurem Social Media Account habt, dann ist das ein Notfall und in allen anderen Fällen, wenn jetzt nicht irgendwie was Großes abhängt davon. Tee trinken, abwarten, die Welt dreht sich weiter. So, also geistig, seelisch darauf vorbereitet seid ihr. Nächstes Mal erkläre ich euch, wie das so ist, wie man so ein Online-Produkt, digitales Produkt erstellt, von A bis Z, von der Webseite bis tatsächlich das eigentliche Produkt, wie das alles so abläuft, vom ersten Gedanken bis zum fertigen Teil und bis zum Verkaufsstart, wie da so die einzelnen Schritte sind. Und ich werde euch dann auch nochmal mitnehmen in Richtung Weihnachtsstimmung, Adventsstimmung. Wer das möchte, ihr könnt euch schon mal einlesen bei mir auf der Webseite. Ich werde hier auch auf Facebook auch nochmal unter dem Livestream auch nochmal 1, 2 Links mit reinsetzen. Auch nochmal so ein paar Tipps, was ihr so machen könnt, was so alles so zur Advents- und Weihnachtsatmosphäre ganz sinnig ist. Ich habe meine Sachen jetzt schon lange fertig, empfehle ich euch auch. Vielleicht können wir da nächstes Jahr gemeinsam starten. Ich arbeite immer so antisaisonal. Das heißt, in der Osterzeit mache ich meine Weihnachtsdekoration fertig, so für Webseite und Social Media. Spätestens im Hochsommer sind dann die letzten Feinheiten fertig. Und zu Weihnachten, wenn alle anderen in Weihnachtsstimmung sind, bin ich zwar auch in Weihnachtsstimmung, aber ich mache mir dann Gedanken über meine Osterdeko für die Webseite und Social Media. Konnten, wieso, weshalb, warum und wie das dann aussieht und wie ihr selber das ganz einfach machen könnt mit kostenfreier Software, die frei verfügbar ist, das erzähle ich euch dann auch nächstes Mal. So, jetzt ist es
40 Minuten, knapp unter meiner Dreiviertel, also dementsprechend noch im Zeitrahmen. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ich hoffe, du bist nächstes Mal wieder mit dabei. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest und das Ganze auch gerne teilst, likest, kommentierst. Wenn du Fragen hast, hinterlasse mir unterhalb vom Facebook-Post, unterhalb des Livestreams. Bis dann, zum nächsten Netzsprech. Mach's gut. Tschüss.